herzlich willkommen zurück hier bei Monster Energy Supercross. Wir sind auf dem Weg nach Daytona Beach zum Daytona International Speedway, wo in der Mitte eine Motocross-Strecke für uns aufgebaut wird. Und ich würde sagen, ich habe aber Lust, mal wieder das Outfit 2 zu tragen. Und damit gehen wir zum Rennen. Außen sieht man so den International Speedway Stehplätze, also wo Daytona verfeindet und so. Welcome to the World Center of Racing, the famed Daytona International Speedway. The next stop for Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Ach du Heiland. Was kommt da für Rundenzeiten bei raus? 1 Minute 15, ganz schön eine lange Strecke. Okay. Wow, alter Vater. Okay, dann kann ich auch nicht weiter springen können. Okay, hier kommt eine Sandsection. Sehr viele Kurven, dann so kleinere Sprünge, alter Vater. Also hier eine Line rauszufinden, die einem gut gefällt, wird, glaube ich, richtig schwierig. Oh, scharf links, nach rechts. Bei der Zeit vielleicht Top 5 werden wir trotzdem bleiben, glaube ich. Well, that will end this Zweiter. Das heißt, wir starten Here's mit 1. The starting lineups are now set. So. Jetzt, jawohl, Level 100. Weiter. Einfach weiter. The riders are locked. Ja, komm, ganz links. Und hier ist der Veranstalter Honda. Ja, zu früh. Ganz gut rausgekommen. Hallo? Okay, wisst ihr was? Oh nein. Ich wollte den Sturz jetzt nochmal zulassen. Aber egal. Der hat einen Abgang gemacht. Heilige Scheiße. Genau. Was ist das denn für ein Backmann? Alter, da bleibe ich an diesen Kackdingern hängen. Ja,
Da sollte man vielleicht nicht allzu weit springen. Alter, da schaffe ich es aufzuholen. Dann werde ich ausgebremst. Ja genau, und dann stürze ich dank ihm. Stürzt bei der Aktion. Oh, da ist er gestürzt. Okay. Jetzt müssen wir die Strecke echt besser lernen. Das wird sonst ein sehr, sehr schwieriges Rennen. Ganz außen ist da gar keine Hüppe. Okay. Letzte Runde jetzt ist oder die vorletzte? Das könnte ganz schön eng werden. Aber ehrlich gesagt, die Strecke gefällt mir noch weniger als die davor. Nicht, der hat zu viele unschöne Kurven drin. Und die finde ich die schön. Keine Ahnung. Das ist auch total blöd, weil der echt langsam über die eine Kante drüber ist, bis jetzt schnell fliegt, halt wieder genau in die Sprünge rein, was total lockig ist. Das wird ein anstrengendes Rennen, ey. Eieieiei. The World Center of Racing. Yeah.
Das wird schlimm. Okay. Alter, was rutsche ich denn da so weit nach außen? Gleich erstmal zwei Plätze verloren. Wow, da rechts lang ist voll die schlechte Line, verlierst mal Zeit. Alter, die machen aber auch hier einen Kopf an Kopf rein gegeneinander. Alter, wie schnell sind die denn an der Ecke? Wow! Da haben sie mich ja komplett abgezogen, ey. Da komm ich! Zwischen den beiden durch, ey. Wow! Oh, Alter! Bin ich angekommen. Das wird ein Fight gegen Osborne und Savage. Wow! Bei den Sprüngen, da habe ich meine Vorteile. Oh, beide gestürzt. Beide haben es so hart riskiert, ey. Wow. Alter, an der Ecke würde ich keinen Rip riskieren. Meine Fresse. Ich bin immer so kacke gesprungen wie das in der ersten Runde. Diese Chance muss ich jetzt nutzen, ey. Das war aber auch ein Dreier-Battle, ey. Er hat richtig gesehen, wo ich meine Schwächen habe, wo ich meine Starken habe, wo ich schlecht durchgekommen bin. Eieiei. Die waren echt schnell unterwegs. Viel zu lange in der Luft. Aber da wenigstens perfekt gelandet. Hier waren die auch verdammt schnell durch, ey. Aber ich weiß nicht, ob ihnen dadurch so ein bisschen hier der Schwung gefehlt hat, um ordentlich drüber zu kommen. Aber hier kommen die irgendwie Kurven wesentlich besser rum als ich. Wie gesagt, da würde ich es nie riskieren, einen Rip zu machen. Da würde ich, glaube ich, zu oft stürzen. Das war auch gerade sehr, sehr knapp, ey. Alter Schwede, das Rennen ist anstrengend hier. Ich habe auch noch gar nicht auf den Zeitunterschied geachtet. Der ist nicht sehr groß, ich habe eben schon die Schatten gesehen hier. Drei Sekunden ist Osborne hinter mir. Das ist nichts. Shit. Ich verliere hier jetzt noch mehr Zeit. Er hat irgendeinen Fehler gemacht.
habe aber auch die Line gerade gut erwischt. Alter, auf jeden Fall hat der ordentlich Druck gemacht. Shit. Ersten Platz hier nicht kampflos auf, ey. 7 Sekunden. Bau weiter Abstand aus, was sehr schön ist. Da komm ich zu kurz. Shit. Unsauberer Line. Das kostet Zeit. Alter. Er hat wieder etwas aufgeholt. Für 2 Sekunden. Wenn er das jetzt pro Runde schafft, dann kriegt er mich definitiv noch. Alter, wie geht er lang. Ich komme hier gerade nicht um die Kurven rum, das ist doch nicht wahr, Mann. Ich konnte wieder etwas Abstand aufbauen. Fragt sich, wie lange ich das halten kann. Ein bisschen schräg hier reinkommen. Dass wir da ein bisschen mehr Kurvenlage direkt mitnehmen. Alter, jetzt will ich aber keinen Sturz mitnehmen hier. Da bin ich mal so frei. Eine Minute 50 noch, das heißt noch die, dann in der nächsten geht's raus, also noch 3 Runden müssen wir fahren. Sarachi bitte 16 Sekunden, Alter. Der ist gerade mit 9,4 kleinen Abstand wieder aufgebaut. Extrem ausprobiert, ob es mehr am Gewicht verlangen liegt oder am linken, wie viel du rumrutscht. Oder wie du eher rumrutscht, wenn du nach vorne lehnst und dann nach rechts zum Beispiel machst. Und das habe ich in der Luft schon probiert, um zu gucken, was so der maximale Winkel ist. Einfach deswegen habe ich da ein bisschen das eine mal zurückgespult. Ich wollte einfach in der Ecke mal testen. Letzte Runde, Leute. Alter.
Schilder. Also East ist wirklich heftiger zu fahren, weil die Gegner sind stärker. Ich frage mich, was bei 450er passiert auf realistische, ob wir das überhaupt schaffen, da mitzuhalten. Weil das ist ja nochmal komplett eigene Klasse für sich. Schön. Und drüber, jawohl. Oh, no, Alter. In der letzten Runde nehme ich ein Ding mit und schaff die Sprung nicht ernsthaft. Savage macht gut Punkte auf. Andere Leute, die jetzt hinter dem 6. Platz liegen, die vielleicht Punkte bis 5 sind. Osborne bleibt bei uns, oder wird bei uns wohl sehr nah dran bleiben, dadurch, dass er wieder Zweiter wird. Weil er letztes Jahr war er der East Champion, also bei uns jedenfalls hier. Müsste er das gewesen sein, wenn ich nicht liege. Dagegen und habe immer die Bremse aktiv, dass ich so gesehen mit dem Vorderrad gegen dazu nur abbremse. So, nur damit ihr das mal mitkriegt, wie ich das mache. Ihr seht ja nur immer an, dass ich Gas gebe was, oder was für Drehzahl ist. So, das haben wir gewonnen. Alter, was für ein Kampf, ey, meine Fresse, ey. What a great main event. The riders really had to push the limits to make the podium. Let's take a look at the 250 results while the riders debrief with their teams. Vor allem, wir sind ja nicht mal annähernd dann irgendwie dran gekommen. Was eine Minute zwei Unterschied. Eine Minute 15 brauchst du pro Runde. Vorher waren wir mal schneller. Those three were phenomenal. They definitely were the stars of the night. Richtige Sponsorentrikots und so, das will ich auch. Ich will in so einem Team drin sein, das ist viel geiler. So, 100 Punkte 86. Savati holt sich auf dem dritten mit 71. Ferrison, Ferrandez, Cincerello. Hat er sich alle so ein bisschen vorgeschlagen jetzt. Schön für ihn, dass er auf dem dritten ist. So, wieder ein paar Credits, sehr schön. Fortfahren. Jawohl, PR, ein paar Level, Mr. Querleger, hoffnungslos, Supernova, na dann. Haare, 1000 Kilometer, oder halt, ja, so und so viele Meilen. Eieiei. Naja, das war's aber von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr definitiv nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.